Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier im platzierbaren Mod vorstellen, eine Verkaufsstelle. Hier steht zwar Heizomat, aber es ist nicht der Heizomat, das ist eine normale Verkaufsstelle. Die kostet dich 20.000 Euro, 10 Euro Unterhalt. Hier kannst du die Standardfrüchte von LS17 verkaufen, Schweinefutter auch. Baumstämme glaube ich nicht, sind hier nicht aufgelistet, aber Schweinefutter und solche Sachen, Strohheu, dünner Saatgut, Mist und so weiter, kannst du hier verkaufen. Wie man hier sieht, hier bin ich jetzt hier drauf. Ich kann jetzt die hier abkippen. Muss man jetzt mal genau aufpassen. Ich drücke jetzt mal I, kippe sie jetzt einmal ab. Es funktioniert. Es wird leer. Mal schauen, ob hier oben nachher was steht in grün. Ja, ich habe hier 8.272 jetzt Ernteeinnahme. Das ist hier der Sale Point, wie man hier sieht, das ist jetzt der platzierbare Mod hier. Da ist jetzt hier einiges eingeblendet hier an die Preise. Finde ich sehr gute Idee, wenn jetzt Leute haben zu wenig Verkaufsstellen an ihren Karten und können nicht mit dem GE was einbauen. Dann steigen wir mal aus, schauen uns das Objekt von der Seite her an. Wie man sieht hier, das Silo sieht aus wie für eine Silo-Erweiterung, was man da platzieren kann, von Original von Spiel. Hier die Abladestelle sieht, glaube ich, so ähnlich aus wie von hier drüben. Müssen wir nochmal genau schauen. Nein, sieht hier nicht so aus. Aber ähnlich irgendwie sieht es schon aus, sagen wir so. Aber ist ja nicht schlimm. Ich finde, es ist eine gute Idee, dass man sowas bekommt für Leute, die das nicht können. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut es wieder rein. Würde ich mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.